Hallo, falls ihr das nicht am Titel erkannt habt, es ist Grumpanger-Zeit. Ja, hier sind wieder neue Symbole aufgetaucht. Pikas Birthday. Ich will da lieber nicht drauf klicken, nachher öffnet er wieder den Internet Explorer. Eklig. Weil die auf irgendwas verlinken können. Ich kann die, Japanisch. Ich glaube, das war Japanisch, kein Koreanisch, ne? Na egal, wir sind hier nur da, um zu spielen. Und weil natürlich keiner mit uns spielen will. Okay, hier sind auch kaum Server. Leute, weil irgendwie. Das ist irgendwie auch wieder blöd, dass hier einfach so verdammt viele Server sind. Okay, das war falsch, das war Training. Weil hier einfach so verdammt so viele Server sind. Dass eben. War das richtig? Ich glaube ja. Ja, verdammt viele Server sind, dass die ganzen Leute sich aufteilen. Meine Fresse, ich alles hier 100 Mal sagen. So, wenn wir wieder nach Reihenfolge gehen. Ja, wir gehen auf Reihenfolge. Wie langweilig. Spielen wir Wintel. Ja, Wintel ist schon ziemlich scheiße. Guck mal, da sind schon fette 5 Sterne. Das Lustige ist hier, Silvia Cannon hat nur 4 Sterne. Die ich jetzt habe, hat 5 Sterne. Das ist sogar... Ich schau mal gerade hier, ne? Deep Inferno hat auch 5. Und sonst, sind das die einzigen beiden Maps mit 5 Sternen? Ja, okay. Stumpf. Das soll schwerer sein, als Silvia kennen. Also ich fand Winter im Leben nie so schlimm wie Scheiß. Das andere Ding. Was ist Naturalmod? Was heißt das? Spiel, sag's mir. Ich kann's nicht lesen. Nur eine Front. 18 Löcher. Yo. Dann benutzen wir die Bälle. Die sind ja für sonst anderes nichts geeignet. Die muss ich nicht retiren. Den habe ich, glaube ich, aufgerüstet. Assi off. Weil ich mir immer noch nicht bis heute sicher bin, ob der Bug immer noch da ist. Und ich will es lieber nicht riskieren. Ich lebe ja schon in der ständigen Gefahr, dass der scheiß Dings abstürzt, VPN abstürzt. Denn anders können wir das Spiel nicht spielen. Und ich möchte euch so gerne mal wieder mit meinem Freund spielen. Mit dem ich über ein paar Jahre gespielt habe. Aber ich konnte die bis jetzt noch nicht wieder dazu überreden, neu anzufangen. Naja, wahrscheinlich ist das Neuanfang jetzt nicht so das Problem, sondern eher wieder... sich hier einen Account zu machen. Ich war schon ziemlich gefrustet, als ich hier meinen gemacht habe. Schlaflose Nächte gehabt, weil ich nicht geschafft habe, einen Account in diesem Spiel zu machen. Guck mal hier. Oh, diese entspannte Musik. Und nur so, nur 8 Meter Gegenwind. Denkt man sich auch so, hä? Warum hat das jetzt 5 Sterne? Es liegt daran, weil, schaut mal auf den Wind. Der ist noch 8 Meter Gegenwind. Noch. Aber warten Sie kurz. Ja, okay. Achtet auf jeden Fall auf den Wind. Ihr werdet schon merken, wenn sich da was verändert. Deswegen habe ich die Map auch nicht wirklich schwer empfunden. Weil es eigentlich nichts anderes als C4-Wind ist. Bloß eben ein bisschen wieder umgestellt alles. Und eben wegen dem Spezialwind. Deswegen also C4-Wind und Windhill. Sagt der Name ja schon. Gibt es eigentlich schon so ein Programm, was irgendwie on the fly alles übersetzt? Also das heißt, dass ich das hier zum Beispiel theoretisch, theoretisch hier im Hintergrund laufen lassen kann und der mir dann diese ganzen koreanischen, japanischen Schriftzeichen so gesagt dann übersetzt ins Deutsche. Vielleicht, aber wenn, dann muss es bestimmt auch irgendein Programm sein oder Spiel oder so weiter, die nicht grafisch sein dürfen oder das Spiel wird das, glaube ich, sowieso verhindern. Ich habe ja schon mal gesagt, dass das Ding hyper, mega, hammer allergisch auf irgendwas an Fremdprogrammen sind. Das Ding blockt ja selbst meine Tastatur. Also die Makros meiner alten G15. Oh, da konnte man damals so cheaten. Als damals 64-Bit noch nicht so verbreitet war und man ein 64-Bit-Betriebssystem hatte, haben die natürlich die Treiber nicht blockiert, weil die nur 32-Bit blockieren konnten. Oder haben, wie auch immer. Oh no, das ist ziemlich schlecht. Ja, die Makros haben eh nur mehr oder weniger was gebracht. Wirklich hilfreich habe ich die nie gefunden. So, dann müssen wir jetzt durchschlagen und natürlich haben wir immer das Glück, dass wir genau immer schießen, wenn diese Scheißdinger, obwohl die eingefroren sind, dagegen schießen. Oh, ja, gerade wenn man so hochschlägt. Was habe ich denn für einen Schläger gehabt? Ach, die. Stimmt, ich glaube irgendwie, desto niedriger Schläger, desto höher war der. Hat jemand von euch Ahnung von Golf, wie das so ist, theoretisch? Das Spiel ist ja nicht realistisch, aber wie das eigentlich so wäre? Ja. Wenn, ihr wisst ja, ne, dafür sind die Kommentare da. Irgendjemand muss doch hier Golf spielen im Internet. Und auf YouTube gucken, gibt es bestimmt sogar irgendeinen Golfkanal. Es gibt von alles den Kanal.
angefangen hatte, das ist ja damals immer bei Computer, als ich die ganzen Computer-Channels gefunden habe. Es waren aber lustigerweise alles Englische. Alles waren es Englische. Und erst letztens habe ich einen gefunden, das ist ein deutsches. Den ich auch abonniert habe. Und ich weiß sogar, wie der heißt, weil der einen ziemlich leichten Namen zu merken hat. Der ist einfach nur Ravioli. Der macht, glaube ich, auch eben Altes und Neues. Gerade als die ganzen neuen AMDs rauskommen, da hat er ganz viele Videos rausgehauen. Ja, brennend drauf war. Ich war auch so, ja, interessant und so weiter. Aber selbst würde ich mir jetzt nicht unbedingt einen neuen AMD kaufen. Die sind mir einfach zu teuer dafür am Anfang. So wie jedes andere. Manchmal ist man ja auch so verrückt und kauft man trotzdem irgendwas und was Neues. Obwohl man weiß, dass es zu teuer ist. Ich glaube, mein Bildschirm war ja das genauso. Mein komischen LG3D-Bildschirm, den ich habe. War das so. Der hat damals 250 Euro gekostet. Ganz schön teuer, gerade weil das so 23 Zoll ist. Ja, heute ist er theoretisch besonders, ne, weil das eben ein Passiv-3D-Monitor ist. Wenn ich bei eBay suche, finde ich auch keinen mehr, also finde ich diesen Monitor auch nicht mehr oder Ersatzteile, irgendwas dergleichen. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob der jetzt mehr wert geworden ist oder besonders oder so weiter. Vielleicht will den ja trotzdem keiner haben. Hallo, du. Jetzt muss ich extra in der nächsten Episode, falls ich sogar auch wieder dran denke, einmal auf eBay gucken. Warte, ich könnte auch mal auf eBay gucken mit meinem Handy. Warte. Wie heißt das Scheißding? 3D-LED-Monitor. Da steht es ja. Flatron D2342. Ich bin der Meinung, ich habe sogar auf Google mal was eingetippt und trotzdem nichts gefunden. Auch auf Amazon. Ich habe nichts irgendwie einen Preis hingefunden. Das Ding ist einfach aus dem Leben verschwunden, dieser Bildschirm. Als wenn er nie existiert hätte. Hat sie wahrscheinlich auch nicht so gut verkauft. Theoretisch geht der Preis dann noch höher. Ich habe das Problem, glaube ich, wenn das Ding einfach mal den Geist aufgibt. Weil die ganze 3D-Software, die ich benutze, für den Ding, benutze ich ja für meine ganzen Longplays. Wenn ich die 2342 antippe, finde ich bestimmt gar nichts, oder? Monitor-Tischhalterung, ein Arm, ja, toll, brandneu. Halterung. Aber am meisten mit. Warum packt ihr die auch unten mit der DIN-Namen mit der Halterung rein? Als wenn ihn jemand danach suchen würde. Du? Aber ich suche eigentlich nach dem Monitor, nicht nach der verdammt. Wandhalterung. Schutzfolie. Oh Gott, dann sieht man ja auf dem Ding noch weniger. Steht auch gar nichts, ne? Ähnlich, ja, Bremsscheiben. Alles klar. Ich bin ja gerade hier bei der App. Da kann man ja auch einstellen, dass man Dings hier haben möchte. Abgelaufen Artikel. Auf der normalen Internetseite geht das, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist ganz komisch. Bei eBay, der Internetseite. Kann man verdammt viel, da kann ich verdammt viel ordnen, da weiß ich, wie alles geht. Und bei der App finde ich ganz viele Sachen nicht. Etwa ich bin blind oder die gibt es gar nicht in der App. Weil sie denken, oh, da sucht eh keiner nach beendeten Angeboten. Wer sucht denn bitte nach beendeten Angeboten? Nein. Oh Mann, du blöder Filter. eBay Plus, Angebotsformat, beliebige Spende mehr ansehen. Das beendete Artikel. Beendete Artikel, ja. Und dann ja, fertig. Ah, guck mal, hier ist sogar was. Die Dinger sind, okay, gar nicht mal so lange her, dass sie verkauft worden sind. Ich sage, bevor ich das in der nächsten Folge sage, sage ich das lieber in dieser Episode. Ich vergesse es bis zur nächsten Episode. 81 Euro, 82 Euro. Wow, das ist mal gar nicht so schlecht. 40 Euro, achso, nur Abholung. Ja, wenn man eBay nur Abholungen reintut, die gehen sowieso so billig raus. Deswegen suche ich manchmal wirklich nach Angeboten direkt, die hier in der Nähe sind oder so weiter, nur für Abholen. Da kann man auch dann eben noch gelegentlich Schnäppchen machen, weil die Leute, die in der Nähe für Sachen gucken oder so, die suchen eben bei eBay Kleinanzeigen statt bei normalen eBay. Also, das ist auch wieder ein schlauer eBay-Tipp für euch. Kommt an, wo ihr wohnt. Wenn ihr so ich am ADW wohnt, dann bringt euch das auch ins Spiel. Na. So. Es gab davon aber auch, bin ich aber nur 27 Zoll Version. Habt ihr die auch? Warte, wir suchen aber mal. Ja, was suche ich denn da? LG 3D-Monitor? LG 3D-Monitor. Dann suche ich heute da wieder. Oh, nicht Nonitor. Nonitor. Da muss ich aber schon mal schon Hardware schreiben, um das zu schreiben. Nonitor. Ist jetzt irgendwas im Weg? Ja, mehr oder weniger die Windmühle. Ich sag ja, hier. Komm, ich schlag wieder gegen die Windmühle. I'm the Lucker. LG 55 Zoll? 3D-Monitor? Ich glaube nicht, dass es ein Monitor ist. Das wird hundertprozentig ein Fernseher sein. Oh, der kostet 3000 Euro. Könnte doch ein Monitor sein.
Okay, da finde ich aber gar nichts. The fuck? Ich bin der Meinung, davon gibt es auch eine 27er Version. Ja, du bist auch schlau. Google doch einfach mal genau das gleiche hier. Statt 2342, nimm 2742. Dann könnte ich ihn eventuell finden. Ich habe mich auch immer damals immer die ganze Zeit darum gekümmert. Also geguckt und so weiter, ob der zum Preis gefallen ist und wann es ihn gibt und so weiter. Das hat mich irgendwie volle Kanne interessiert. Naja, ich finde wieder nur Klamotten. Dann mache ich wieder verkauft Artikel. Ach nee. Nein, nicht verkauft. Ich will nur beendete Artikel. Ist mir egal, ob die verkauft wurden oder nicht. Nein. Hier will ich noch weniger. Okay, der ist noch seltener. Der hat sich noch schlechter verkauft. Okay, falls der irgendwann mal bei eBay auftaucht, kriegt man den für 80 Euro. Das ist jetzt nicht wirklich teuer, aber naja. Außer, dass der Monitor im Passiv 3D ist, ist er theoretisch nicht besonders. Und das ist auch leider einer von diesen Passiv 3D-Monitoren, wo man so genau in der richtigen Höhe und Seitenlage und so sein muss, damit man richtig 3D erkennt. Das ist das einzig nervige an denen. Ah, was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Hey, das sind doch 5 Sterne, das ist doch auch ultraschwer. Eigentlich nicht, aber wenn man sich so dumm anstellt wie ich hier. Ah Gott, das muss Minuspunkte geben. Ich verstehe immer noch nicht, warum die das umgeändert haben, dass Boogies und so weiter Pluspunkte geben. Damals haben sie Minuspunkte gegeben, das muss so bleiben. Wenn man ein Noob ist, muss man bestraft werden. Wo sind die schweren Spiele hin? Dark Souls, wo sind die schweren Spiele? Dark Souls. Na, damals war ja jedes Spiel scheiße schwer. Haben die Spiele einfach nur ultra kurz gemacht und scheiße schwer. Heute sind sie einfach und in die Länge gezogen. Ja toll, was ist jetzt besser? Entscheidet selbst. Alle anderen spielen Pangea. Du? Ich weiß doch gar nicht mehr, was brachten nochmal Coins. Können die auch für irgendwas ausgeben? Ganz am Anfang dachte ich immer, das wären die Cookies gewesen hier, die man einsammelt. Aber dann dachte ich auch so, wenn das ein einziger Cookie wäre, dann muss man ja, keine Ahnung, ganz, 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 ganz viele von denen einsammeln, damit man sich irgendwas kaufen könnte davon. Und wenn Cookies, könnte ich auch nicht kaufen. Wie denn? Dann akzeptiere ich bestimmt die japanischen Währungsmittel oder so. Das wird ein bisschen schwer hier in Deutschland. Außer die akzeptieren PayPal oder... was gibt es noch Internationales? Mir fällt gerade nichts anderes ein. Aber vielleicht. Aber ich habe auch schon viele Internetseiten gehabt oder so. Dann wollte ich auch irgendwie was kaufen. Das war PayPal gewesen. Dann, du musst deine Kreditkarte hinzufügen, um das zu kaufen auf dieser Internetseite. Warum? Ich will keine fucking Kreditkarte. Dieses eine Mal besorge ich mir bestimmt keine Kreditkarte. Warum willst du doch mit den Kreditkarten? Ich krieg doch eh Scheißgeld sofort, weil PayPal das so gesagt mehr oder weniger vorschreckt. Deswegen zahlen wir diese Hammergebühren. Also der Käufer zahlt die Hammergebühren. Falls ihr PayPal schon mal benutzt habt bei eBay, wisst das ja. Ah, ich weiß gar nicht, wo sind die bei Gebühren? 3,5% oder so? Ich glaube, das redet sich auch nach Betrag. Na, auf jeden Fall auch nicht besonders wenig. So, jetzt müssen wir mal wieder den Profi raushängen lassen, unsere Pizzascheibe rausholen und einmal gucken. Ich glaube, habe ich die Videos da schon mal reingeschnitten? Doch. In irgendeinem Let's Play habe ich einmal diese Pizza-Videos hier reingeschnitten, die ich noch auf der Festplatte gefunden habe. Die es sogar noch auf YouTube gibt. Auf jeden Fall eins davon. Ich glaube, das andere habe ich nicht gefunden. Naja, solange die Channels nicht gelöscht werden, ne? Oder die Channels nicht gelöscht werden, oder die Leute, die Videos selbst löschen, verschwindet das ja theoretisch nicht. YouTube löscht ja noch nicht selbst Videos. Ich glaube, die löschen zwar inaktive Kanäle, aber ich weiß nicht, was du tun musst, damit es ein inaktiver Kanal wird. Wahrscheinlich darf der nichts hochgeladen haben. Ich vermute mal, sobald er was hochgeladen hat, und selbst wenn er die ganze Zeit nicht online war, na, das war viel zu wenig, dann löschen die den nicht. Vermute ich jetzt mal. Also ich habe jetzt nicht wirklich irgendwelche Channel aktualisiert. Also wenn ich jetzt über meinen uralten Kanal gucke, wo ich auch seit, boah, ich habe mich da zwar noch mal eingeloggt, aber ich habe da seit Ewigkeit nichts mehr hochgeladen. Seit 6 Jahren oder so. Schon auch nicht mehr nichts gemacht. Keine Kanal, nichts geschrieben, keine Abos gemacht. Gar nichts. Und den haben sie auch noch nicht gelöscht. Ich muss mal gucken, ob ich meinen uralten Account noch habe, den ich mal erstellt habe, benutzen wollte und nie benutzt habe. Den ich jetzt besonders nur als Platzhalter so gesagt mehr oder weniger habe. Also das heißt, wenn ihr einen YouTube-Kanal haben wollt, im alten, also mit noch wirklich mit Namen und nicht mit diesen Channel-IDs, mit dem Namen AskZNerd, ich habe ihn. Ich schaffe es bestimmt hier auch noch irgendwie einzulocken. Also ich habe bestimmt wieder mein Standardpasswort da drin. Mein Standardpasswort.
Den habe ich mal gemacht, weil ich weiß gar nicht, ich wollte irgendwelche Hilfevideos machen oder so weiter, wo man Fragen einsenden konnte oder so. Aber ich habe mich ja damals nie wirklich getraut, weder mich noch meine Stimme aufzunehmen. Über einen Schatten sind wir ja mittlerweile gesprungen, ne? Eben, dass man, selbst redet oder so, das für einen mittlerweile nicht mehr stört, aber meine Fresse gab's noch nicht zu sehen, außer ihr habt ihn bei den einen, Roomtour oder bei dem Frontschweine-Video. Ich weiß gar nicht, ob man da jemals mal mein Spiegelbild gesehen hat. Wenn ja, dann Pech. Ich mach da nicht so ein großes Drama drum. Ich mach ein Drama drum, dass ich hier so schlecht spiele. Wenn dreht doch nicht mal, wo ich hier immer auf Screen spiele, Mann. YouTube-Channels hatte ich einfach so unglaublich viele schon, ey. Was mit dem passiert ist, würde ich nicht sagen. Sagen wir es mal so, ich habe ein paar davon gelöscht. Zwinker, Zwinker. Und der größte davon hatte mal über 25.000 Abonnenten sogar. Oh ja, oh ja. Der war ein guter Kanal. Da war so viel los gewesen auf dem Kanal. Aber es war ein englischer Kanal. Und der Gegenteil davon, ich hatte den auch nochmal auf Deutsch gehabt. In deutscher Sprache. Der hatte, glaube ich, weiß gar nicht, 8.000 Abonnenten oder so. 5.000? Keine Ahnung. Da ging es eigentlich, da war ja auch ein bisschen was los. Da fühlte man sich dann beachtet. Aber naja, ich habe den Kanal dann irgendwann gelöscht. Und damit aufgehört, genau wie, boah, ich hatte auch mal einen Kanal gehabt, da habe ich sogenannte Mads geuploadet von Nico Nico Video. Und der war auch damals so bekannt, dass er auf irgendwelchen komischen Internetseiten aufgetaucht ist. Irgendwelche komischen japanischen Re-Upload-Seiten oder keine Ahnung. Viele haben sich auch bedankt dafür, dass ich ihre Videos hochgeladen habe oder so. Weil irgendwie deren Videos gelöscht worden sind und bei mir waren die noch dann da. Und dann haben sich wenigstens gefreut, dass man die auch bei mir gucken könnte. Geht ein bisschen nach rechts. Da, wir haben Gegenwind. Wir müssen theoretisch ein bisschen weiterschlagen. Ja, aber ich schlage bestimmt wieder viel zu weit. Dass es auch 5 Meter nach oben geht. Ja, wenn ich überlege, die hatte auch relativ viele Abonnenten. Genau wie mein, ich hatte auch mal einen Musikkanal gehabt. Auch der hatte viele Abonnenten, so wie ich alles zusammenzähle. Das war sogar gut. Was habe ich denn noch? Oh Gott, ich habe so scheiß YouTube-Kanäle gehabt, ey. Oh Mann. Ein paar davon existieren sogar noch, aber ich habe die Darmstelle vergessen. Aber das waren auch keine besonderen Dinger. Das waren nur irgendwelche, wie gesagt, die existieren auch noch. Das sind irgendwelche Asbach-Uralt-Serien, die ich mal von irgendeinem Freund aus Kanada bekommen habe. Aus Kanada, ja. Ich weiß gar nicht, wie ich zu denen gekommen bin. Die haben mir dann ganz viele Serien geschickt und dann habe ich die, ja, so gesagt, mehr oder weniger überspielt und dann aufs YouTube geladen, weil das niemand anderer gemacht haben und haben sich dann so viele Leute gefreut. Oh mein Gott, ich habe diese Serie seit den 80ern nicht mehr gesehen. Danke, dass du sie wieder hochgeladen hast. Ja. Okay, ich kenne sie nicht. Ich hab's nur getan. Es war ein Job. So ungefähr. Aber die existieren auch, die Kanäle. Ich musste irgendwo in meinen Unterlagen gucken, um zu gucken, wie die scheiß Kanäle alle noch heißen. Ich weiß es alles nicht mehr. Das ist alles zu lange her. Ich weiß gar nicht, was mich noch für Kanäle gab. Sonst habe ich noch einen Freund damals unterstützt, der Musik gemacht hat. Also nichts Besonderes, nur Mixes. Nicht Remixes, sondern Mixes. Auch der hat relativ viele Abonnenten. Ich glaube, der Kanal existiert auch noch, aber ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Das ist eben so, wenn du die vor 5-6 Jahren mal zuletzt treut hast, irgendwann davon nichts mehr. Ich habe auch mehrere Internetseiten für Leute gemacht und so, das ist auch alles weg. Also, wie die Internetseiten hießen, weil ich habe das einmal gemacht, habe denen gezeigt, wie die Bedienung und so weiter funktioniert und seitdem brauchen die mich wieder nicht. Also, bester Fall. Außerdem ihre Internetseiten gelöscht, aber das kann ich ja nicht wissen. Ich gucke ja nicht jede Woche drauf und gucke auf die Internetseite. Habe ich sogar Minus. Zu Ende. Mal schauen. Apropos Internetseiten sogar. Ich habe damals Internetseiten gemacht. Also für mich jetzt selbst. Meine allererste, oh Gott. Die ist so grausam gewesen. So unglaublich grausam. Schlechter kann man eine Internetseite nicht machen. Ich habe irgendwie so ein Template mal benutzt. Für irgendeine Clan-Seite. Und habe das so scheiße gemacht. Ich musste, wenn ich eine Aktualisierung gemacht hatte, musste ich mal jede Seite einzeln umändern. Jeden einzelnen Link und so. Das war irgendwie, boah. Richtig grausam. Und dann habe ich irgendwann meine zweite Seite gemacht und die habe ich dann schlau gemacht, dass du irgendwie linken an Seite deine Bar hattest und so weiter und sich dann auch eben nur, ich weiß gar nicht, wie sie es mittlerweile nennt,
oder nannte In-Frame oder so, mal aufgeklickt hast, dass eben nur so ein anderes Fenster in der Mitte sich umgebaut hatte. Da konnte ich auch noch einstellen, dass du dann so einen Player hattest und deine Musik abgespielt, wenn du auf der Internetseite warst. Und so ein Quatsch. Ich heute überlege, heute würdest du sowas nie im Leben mehr machen, glaube ich. Und damals ging auch viel mehr. Also jetzt auch eben, dass du da Musik drin hattest oder so weiter. Ich war sowieso schlau gewesen, hatte Musikplayer drin, der Musik aber nicht von meiner Seite abspielte, sondern von anderen. Also, die Musik war woanders gehostet, aber der Player war auf meiner Seite und hat eben von da eben die Musik abgespielt. Bin bescheuert. Auch diese Dateien habe ich noch irgendwo, aber nicht, die sind nicht mehr im Internet, die sind irgendwo auf meiner Festplatte. Nicht mein Kopf, sondern meine Festplatte. Und meine Festplatten rattern und knattern hier auch schon seit Ewigkeiten drin rum. Ich habe immer noch Angst, dass sie irgendwann kaputt gehen. Oh. Habe ich 35 Minuten eingestellt? Wenn ja, dann beeil dich mal ein bisschen. Was sind das? 16 Minuten? Noob, 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 noob. Das ist so eben, wenn man sich die ganze Zeit unterhaltet. Nein, ich habe ja auch vorhin aufs Handy geguckt, als ich auf eBay geschaut habe. Wahrscheinlich hat das einfach so viel Zeit gekostet. Oh mein Gott. Scheiß Zeitkosten. Mal kriege ich mal Minus hin. Was ist das? Zeitdruck und kein Minus. Aber ich habe auch von Post bekommen. Ich habe diese Beschleunigungsdinger bekommen. Dass wenn ich Doppel-Leertaste drücke, dass es dann schneller läuft. Also die Schläge schneller. Weil ich will wenigstens hier die ganzen Kurse abschließen. Auch wenn es theoretisch ja eben nichts anderes ist wie Windhill. Bloß eben so nicht. Der Wind hier ein bisschen. Aber mittlerweile habt ihr es bestimmt gemerkt, dass der Wind ein bisschen rumspackt. Dass der gelegentlich einfach mal Fragezeichen steht und dann wieder hin und her dreht oder so. Das ist eigentlich nur das Schwierige an dieser Map. Schwierig. Dass eben der Wind nach Lust und Laune dreht, sodass man eigentlich nie wirklich berechnen kann, wo der jetzt genau hinfliegt. Deswegen glaube ich, spielt die Map auch keiner. Gerade die Typen, die unbedingt nach Hios aus sind. Gibt es ja so Leute, die spielen immer die gleichen Maps und wollen nur Hio, 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 Hio. Naja, bringt auch jede Menge Punkte, ne? Und wenn du Training hast, kriegst du das bestimmt auch so gut wie immer hin. Aber naja, wenn man so einer wie ich ist, der kaum dieses Spiel spielt oder relativ selten oder wenn er mal Lust hat oder damals, als er Internet hatte, mal Internet. Ich habe das Spiel ja schon, bevor ich Internet hatte. Ah, das waren noch Zeiten. Aber sowieso, wenn man sich überlegt, wie vor 10 Jahren das Internet war oder YouTube oder verdammt scheiße. Dann, ja. Kann ich nicht sagen, dass ich ein richtiger Ulfek bin, aber ja. Jetzt denk mal nach und wir sprechen uns nochmal. Ja, verdammt! In 10 Jahren nochmal wieder. Auch dann, stellt euch vor, da wird auch wieder alles anders aussehen. Ah, ha, ha, ha. Das Internet ist eben schnelllebig, ne? Aber es wird nicht immer besser, also. Regierung, ey. Was die im Internet wollen, ey. Alles regulieren, alles abschaffen und dass du noch bestimmte Internetseiten kommst und um bestimmte Uhrzeiten wie im Fernsehen und so weiter. Denke ich mir auch so, Gott, bitte, geht. Naja, man darf nicht sagen, ne, bitte geht einfach sterben, sondern bitte kümmert euch um irgendwas anderes, wovon ihr auch Ahnung habt. Lasst die Finger davon. Oh Mann, blödes Scheißding. Hör mal auf, hier dich zu drehen. Bei meinem Glück schieße ich jetzt sowieso wieder dagegen. Na, los, los, auch wenn das Ding gerade gefroren ist. Mein Gänger fällt um. Nein, schneller, du Scheißteil. Gut, dass ich verzogen habe, aber ich habe wenigstens nicht gegen diesen scheiß Baum geschossen. Gott, strahlt die Tüte. Fette HD-Effekte, HD-Effekte. Auch die wurden hier irgendwann mal, glaube ich, eingeführt. Fand ich einfach damals so übertrieben. Die haben sie irgendwann 2005, 2006 oder so eingeführt. Gerade Need for Speed Most Wanted und... Ah, oh, das war jetzt knapp. Oblivion, die waren ja... Also Elder Scrolls Oblivion. Die hatten ja so heftige, unrealistische HD-Effekte. Das war ja schon grässlich. Jeder, der das Spiel gespielt hat oder gefordert hat, glaube ich, auch schon richtige HD-Effekte. Hat dann HD-Effekte aus. Wie egal wie schön das auch sein soll oder realistisch sein soll mit den Blenden, es nervt einfach nur. Ich möchte auch was sehen. Deswegen habe ich auch bei den alten Need for Speeds immer dieses Verschwommene, wenn du schneller fährst, dass es verschwommener wird. Das habe ich ausgeschaltet. Das ist auch total dummes. Kann ich auch nur weniger vom Spiel sehen. Was soll das, ey? Das sieht zwar toll aus, aber ja, da sagt man, hey, er sieht toll aus, ja, bitte lass mich wieder normal spielen. Aber hier könnte ich theoretisch jetzt auch nicht HDR nur ausschalten, weil ich das nicht lesen kann. Oh, ich dachte, sie haben HDR so geschrieben. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber... ich will jetzt auch lieber nicht nachgucken. Ich gucke auf meine Zeit und ich bete immer noch zu den Pangia-Gott,
dass er VPN hält und mich nicht rausschmeißt. Ist ja zum Glück bis jetzt bei keiner Aufnahme vorgekommen. Und ihr wisst ja, ne, sobald ich es erwähne, passiert es. So wie mit meinem Spiel auf der PS3, was ich spiele, wo ich gesagt habe, meine PlayStation 3 ist noch nie abgestürzt. Deswegen muss ich auch nie abspeichern. Was tut die PlayStation 3 dann? Abstürzt. Dachte mir auch so, fick dich. Ja, zum Glück gab es einen leichten Workaround dafür. Einfach nur die PlayStation 3 Datenbank neu aufbauen und da lief sie da. Bis jetzt. Bis jetzt. Ich will die Teufel nicht rausbeschwören. Ja, gelegentlich stürzt auch mein PC ab, aber der macht das dann auch nur irgendwie einmal pro Monat, wenn er Lust hat. Da ich war auch so, okay, das hält sich noch im Rahmen. Und der ist bis jetzt noch nie abgestürzt bei einem Let's Play. Also hält sich wacker, PC. Aber ich glaube, wenn mein nächster PC kommt, dann werde ich extrem viel nicht mehr mitnehmen. Dann kommt ein neues Gehäuse, neue Festplatten, alles neu. Aber was machst du mit den alten Scheißen? Ne? Aber viele Festplatten willst du bestimmt behalten. 2 Terabyte und so ist ja nicht wenig. Aber ich habe ja auch richtig mickrige Festplatten drin. Ja, ich habe hier eine SATA-Festplatte drin. Die hat sogar noch einen LPA-Anschluss. Also Stromanschluss, warum auch immer. Ja, mit 160 GB denkt man sich auch so, boah, verdammt, 160 GB, das ist ja ein Witz. Das ist ja eigentlich sinnloser Stromverbrauch, kann man auch fast sagen. Deswegen ist es auch nur noch eine reine Temp-Platte. Komme ich überhaupt hin? Ah ne, wir machen... Dann mit den anderen. Mit denen nach oben. Hoch, runter. Ich liebe den Tomahawk. Ich weiß, es gibt auch noch Cobra und Gehirnbremse. Spike. Genau. Ich glaube, was anderes haben die auch bis jetzt noch nicht reingepatcht. Glaube ich. Also sonst hätte das Tutorial irgendwas gesagt, aber das konnte ich ja sowieso nicht verstehen, weil das ja irgendwie zufälligerweise auch auf Japanisch war. Und der Ami-Version stand ja auch nichts, aber die waren ja sowieso, boah, die waren ja noch irgendwo bei Season 5 oder so. Und die sind hier schon bei 8 oder so. Keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, gibt es Updates. Jedes Mal gibt es Updates. Und die muss ich dann natürlich über den VPN runterladen. In super Geschwindigkeit. Es wäre fast so, als wäre, hätte ich wieder meine alte ISDN-Leitung. Oh, war das scheiße. Satellit war auch scheiße. Mehr oder weniger. Also, nee, es war Internet, jebi, hurra, besser als gar nichts. Wie gesagt, auch Downloaden war in Ordnung. Das Streamen, auch wenn da ein kleiner Lag drin war. Sonst Online-Spiele konntest du vergessen. Teamspeak oder Skype, hattest du so eine große Verzögerung, dass das Unterhalten auch schon richtig scheiße war. Oh, jetzt muss ich hier den hier machen. Dann schlage ich dich da runter. 24 und Auge zu. Gar nicht so schlecht. Ah, das habe ich auch irgendwie vergessen, dass die Langschläger eben ziemlich gerade machen und die anderen eben ziemlich hoch. So, und jetzt, weil wir 21-1, oh, das kann schon fast schon wieder zu viel sein, weil das 0 ist. Oder lande perfekt drinnen. Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ah nein, wir haben nur noch 8 Minuten für 2 Maps. Das müsste ja noch was werden. 5 und 4. 5 Schläge, sagt er. Okay, das ist ziemlich weit. Keine Zeit verplempern. Let's go. Ich habe auch unter meinem Bildschirm eine halbe Kopfschmerztablette liegen. Ja, das ist eine heftige Kopfschmerztablette. Keine Ahnung, 800 oder wie die auch heißen. Das erinnert mich immer wieder daran, dass es schon ziemlich lange her ist, dass ich Kopfschmerzen habe. Aber jedes Mal, wenn ich... Wie sage, oh, du hast schon lange keine Kopfschmerzen mehr gehabt, dann kriegst du Kopfschmerzen. Aber bis jetzt nicht wieder vorgekommen. Es kann wohl daran liegen, weil ich unter Urlaub habe. Da kriegt man ja eigentlich nicht Kopfschmerzen oder man wird total krank. Eins von beiden. Zum Glück bei mir noch gar nichts von denen vorgekommen. Zum Glück, deswegen kann ich ja jetzt so viele Let's Plays machen. Ha. Ja, ich mache doch schon viele. Ich schaffe es sogar fast. Heute habe ich 2 gemacht, glaube ich. Und mein Rekord war bis jetzt mehr oder weniger 3. Das ist auch nicht viel. Ne? Wenn du überlegst, wie viel die anderen Typen aufnehmen hier, die großen Let's Player. Aber ich mache das ja immer noch spaßesweise eben mal so nebenbei, kann man sagen. Ich habe zwar meinen Upload-Plan, aber der ist ja nicht wirklich für Let's Player überhaupt nicht riesig. 2 Videos in der Woche, das ist, wie gesagt, Witz. Wenn ich gucke, wie die anderen Let's Player, wie Videos die am Tag hochladen. Ich glaube, die laden 5 Videos oder so von fast jedem Spiel, dass sie spielen, ein Part hoch.
Das schaffe ich hier niemals im Leben. Selbst wenn ich hier jetzt nachher allein wohnen würde, wird das hyperschwer. Da geht's dann nur eigentlich, du schraubst die Qualität runter und haust eben mehr Videos raus. Und du lässt das so oder eben du machst irgendwas anderes, Game-mäßiges oder Computermäßiges. Computermäßiges wollte ich ja noch machen. Und dann erhöht sich eben die Qualität, also machst du irgendwas qualitativ hochwertigeres und bringst eben noch weniger, also die Uploadrate eben noch niedriger, weil in dem Bereich ist die Uploadrate dann wieder nicht so wichtig. Wenn du hochqualitativen Content hast. So wie mein Chocobo-Video. Naja, es ist eine gute Komplettlösung. Ich glaube zwar nicht, dass es irgendjemand als Let's Play geguckt hat, sondern eher als Lösung. Aber egal. Hauptsache, es hilft den Leuten. Oder hat den Leuten geholfen. Oh, wird das was? Das was? Ja, heute habe ich Glück mit Windmühlen. Aber wie gesagt, ich habe für das Aufnehmen und Schneiden und so weiter und eben auch nachher für die ganzen Timestamps raussuchen, habe ich ziemlich lange gebraucht. Weiß gar nicht insgesamt, boah, ich habe das mal hingeschrieben, wie lange ich gebraucht habe. 30 Stunden, glaube ich, oder so. Das ist Standard. Für viele YouTuber ist das wirklich Standard. Also Julian Bam oder so, der braucht auch locker. Ja, da hat er ein Video letztens gemacht, eben, wie lange er ungefähr braucht für so ein Video. Ja, 30 Stunden ist dann nichts. Der macht dann noch mehr. Ich glaube, es hat er gesagt, 50 oder 60 Stunden in der Woche. Im schlimmsten Fall für ein Video. Ja, ist nun mal so, ne? Skript schreiben, aufnehmen, mehrere Takes, schneiden, Thumbnail erstellen, ja, auch das kostet Zeit. Und dann eben das Hochladen. Das kostet alles Zeit. Ja, vielen Dank, was immer noch steht, dann gib mir den Scheiß. Oh, ich bin Level up, ich bin jetzt Level C. Ich glaube, das ist immer noch Rookie. Yay, yay, yay. Na gut, ich glaube, diese Folge hat doch ganz schön viel gelabert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Manchmal ist es eben so, manchmal... Ich habe immer das Problem bei vielen Let's Play-Episoden, dass ich immer am Anfang total Elan geladen bin, so gesagt, und nachher dann, keine Ahnung, ist so eine Gehirnblockade drinne und dann weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Und dann denke ich auch so, ja, jetzt solltest du dann am Anfang den Part beenden. Und dann bist du natürlich an einer Stelle, wo du den Part nicht beenden kannst, weil kurz vorm Endboss bist oder nirgendwo abspeichern kannst, etc., etc., so wie immer. Naja, ich sag ja, viel gelabert. So, als nächstes spielen wir... Ich weiß gar nicht, ob theoretisch von der Reihenfolge Westwiss, Wiswiss und White Wiss, ne, die Westwiss ist ja auch zu neu, theoretisch, ne? Und Wiss City sagt mir gar nichts. Die kenne ich, glaube ich, nicht mal. Doch, stimmt, ja, die kenne ich. Die ist, glaube ich, mit Season 4 damals neu gekommen. Ja, und hier hinten ist Eiskennen. Habe ich Eiskennen nicht schon gespielt? Doch, das habe ich schon gespielt. Und Eisbar. Gut, also vermutlich läuft es drauf hinaus, dass wir Wiss City spielen. Vermutlich. Wie gesagt, Änderungen wie immer vorbehalten. Und ein paar Maps haben wir noch. Also ein paar Parts werden es noch. Und random ist keine Map. Theoretisch können wir sie auch Silver kennen. Nein, ich will nicht Silver kennen. Ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Wenn sie kommt, werdet ihr sehen, warum. Falls ihr das Spiel nicht kennt. Lebt wohl.